Ein recht herzliches Hallöchen, ich bin's mal wie euer Matze von Max LP. Wir machen hier weiter unseren Querschnitt. Ja, dann fahren wir auch in naher Zukunft erste Mal die Hänger zurück. Wenn wir hier die Bahn fertig haben, wollen wir hoffen, dass er hier durchkommt. Auch ganz gut wendet, aber muss auch noch die Bahn wegmetern und deswegen lassen wir ihn mal runterlaufen. Und der läuft jetzt auf Helfer. In der Hoffnung, dass wir jetzt natürlich weiterkommen, müssen wir uns einmal sputen. Und der macht auch seine Arbeit, so wie es aussieht. Brauchen wir kein weiteres Vollwende machen. So. Den brauchen wir nicht, den hier. Dann fahren wir mit ihm den schnell Richtung Hof. Dass wir hier wenigstens den auf dem Hof kriegen. Dann den Düngerstreuer rankriegen und dann fahren wir erst ohne Dünger. So, dass wir hier endlich mal ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen düngen wir erstmal unsere Flächen schnell durch. Und dann müssen wir noch die Fläche abräumen. Das wird unseren Spaß werden. Und daher fahren wir jetzt erstmal schnell zurück mit ihmchen. Und deswegen spute ich mir jetzt mal eine kleine Runde. Und wir werden hier noch auch noch reichlich was machen müssen. Und deswegen fangen wir jetzt damit an. Flächen düngen. Gucken, ob die Maschine eine Drecksaat, ob sie Düngefunktion hat. Ansonsten müssen wir mal vordüngen und daher müssen wir uns einmal sputen, die Fläche fertig machen und in den nächsten paar Runden gucken. Aber wir müssen aber was anderes gucken, denn ich weiß nämlich jetzt selber nicht, ob wir fliegen müssen unsere Flächen. Daher gucken wir gleich mal durch. Abgehandelt ist sie und muss nicht hier fliegt werden zum Glück. Und daher fahren wir jetzt einmal schnell weiter, düngen unsere Fläche durch. Dass wir wenigstens die durch die Ding kriegen und daher werden wir uns mal das Beste raus versuchen und deswegen ziehen wir uns mal den Finger und fahren den hier zurück. In der Hoffnung, dass wir zeitnah und ordentlich da ankommen, werden wir mal schnell durch die Stadt düsen. Der Helfer macht seine Fahrten, dann müssen wir jetzt noch schwadern. Werden wir wahrscheinlich den hier schnappen, denn der andere hat die größere Leistung für die Seemaschine und daher müssen wir uns um den hier erstmal lang hin ziehen. Denn mit 84.000 kommen wir nicht mehr weit und daher müssen wir erstmal Geld machen. Egal wie und womit. Also machen wir uns diese Lage fertig, dass wir hier weiterkommen. Und deswegen düsen wir jetzt einmal Richtung Hof zurück. In der Hoffnung, dass der Helfer allen seine Arbeit macht. Und daher lassen wir ihn mal arbeiten. Und fahren hier irgendwie an der Tankstelle runter. Tanken müssen wir ja auch nicht und deswegen ziehen wir erstmal Richtung Hof. So, dass wir den Schwung ja wenigstens zeitnah wegbekommen, müssen wir uns ja hier erstmal sputen. Und daher fahren wir die Bahn ab. Und dann werden wir mal gucken, vielleicht wird das hier unser nächster Acker, unsere Wiese. Und daher werden wir uns darauf hinarbeiten, dass wir die Fläche zur Wiese kriegen. Da haben wir zwei Wiesen, eine für Heu, eine für Silage oder beziehungsweise Dreier. Und deswegen diesmal schnell zum Hof, werden die Fläche schnell durchdüngen, aber da ist auch schon mal unten und er dreht auch seine Bahn. Das passt ganz gut, lassen wir ihn arbeiten. In offener Zeit nach die Fläche wegmittert, dann kann man die halt abschwadern und dann hinterher pressen, aber erstmal heißt es schnell düngen. Das ist uns das Wichtigste, was wir momentan machen müssen. Ja, wo stellen wir dich denn am dümmsten hin? Stellen wir sie hier? Ne. Irgendwo an der Halle ran, wo sich nicht stört. Hier steht der Schwader, hier ist die Werkstatt. Passt doch ganz gut. Stellen wir den einmal hier ab. Und schnappen uns unseren Düngerstreuer in Hoffnung, dass wir jetzt endlich mal wieder finden. Da steht die Presse. Hier. Hier steht der Düngerstreuer und daher haben wir uns den ran und fahren den auch gleich los. Schnell mal eine Runde düngen. Dass wir den Arbeitsschritt schon weg haben. Voll ist er ja auch noch. Und daher ziehen wir jetzt auf die 20, düngen wir die schnell durch. Und deswegen müssen wir uns mal da ein bisschen sputen, dass wir die 20 fertig kriegen. Ja, und dann müssen wir die Flächen nochmal nachdüngen. Und daher fangen wir erstmal hier an, machen die schnell fertig, denn ich brauche auch Dünger und daher, so wie es aussieht, steht hier Soja. Müsste uns viel Geld bringen, wenn es gut kommt und daher versuchen wir unser Bestes mit, dass wir wenigstens die Fläche gedüngt kriegen.
und dann zeitnah die Ballen wegkriegen und dann mit der nächsten Runde nochmal nachdüngen. Und deswegen sputen wir jetzt mal eine Runde, müssen erstmal hier wirklich düngen, 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 unsere Flächen fertig machen, dass wir hier auch weiterkommen, dass wir zeitnah nicht so viel Dünger verbrauchen, müssen wir uns jetzt hier erstmal vordüngen und dann vielleicht noch einen Düngerauftrag annehmen, dass wir wenigstens noch ein paar Euros kriegen, dass wir unsere Fläche demnächst bestellt kriegen und deswegen müssen wir uns einmal sputen. Wir drehen jetzt nochmal hier um, dass wir wenigstens das Vorgewende fertig kriegen. Da können wir theoretisch den Helfer setzen, machen wir hoch. Aber lassen wir jetzt mal schnell per Helfer laufen. Dann gucken wir, was unser Drescher sagt, den können wir ja auch schnell vom Acker fahren. Denn er muss halt nicht sinnlos hier rumstehen. Und daher fahren wir ihn erstmal an die Seite. So, dass wir endlich mal ein bisschen auf den grünen Zweig kommen, müssen wir uns erstmal sputen. Denn wir wollen uns ja demnächst noch einen Traktor kaufen. Und daher müssen wir erstmal drauf hinsparen, denn so wie es aussieht, haben wir auch kein Geld für einen richtigen Traktor. Wie gesagt, der Drescher wird uns noch ein bisschen bleiben. Aber nicht mal lange, denn wird uns eine größere Maschine auftauchen. Aber dafür müssen wir erstmal sparen und uns den Kredit abbezahlen. Und daher fahren wir die erstmal in die Halle rein. In der Hoffnung, dass wir dass der hier zeitnah fertig wird mit Düngen. Aber die stellen wir hier, packen wir erstmal hier ab. Und so fahre ich eigentlich mit Schneidfleisch dran. Ich hätte mir auch hinten anbommeln können. Ich Chaot. Aber er mäht ja auch seine Flächen durch, das passt auch ganz gut schon mal. Ja, dann müssen wir halt die düngen. Die Flächen. Aber haben wir also noch viel, viel vor uns und daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, dass wir hier ordentlich weiterkommen. Aber daher werden wir erstmal mit ihm erstmal hier weitermachen. Dadurch, dass wir jetzt endlich zügig weiterkommen, müssen wir uns mal jetzt mal ein bisschen sputen. Und daher reiten wir erstmal hier ordentlich weiter. Machen hier oben das Vorgewende nochmal schön ordentlich, dass wir hier wenigstens hier oben drehen können wie Weltmeister. Oder dass er hier einfach auch drehen kann. Müssen wir uns erstmal nochmal in den Vorgewende schneiden. Und daher machen wir es erstmal fertig. Ja, dann haben wir auch wieder einen kleinen Vorteil. Komm ein Stückchen weiter. Können hier Silage pressen wie Weltmeister verkaufen. Kommen auch schon ein Stück weiterhin und daher werden wir uns erstmal hier darauf hinarbeiten, dass wir hier dem nächsten großen Masse Silage verkaufen, denn wir brauchen es momentan noch nicht und daher werden wir es auch erstmal einfahren. Ja, einfahren im Silo. Und dann heißt es hoffentlich in der nächsten Runde, dass wir da noch ein bisschen reichlich Geld machen. Und daher müssen wir uns erstmal hinarbeiten, dass wir Geld machen können. Erstmal mit Silage, dann müssen wir unser Acker noch machen. Das ist hier halt erstmal eine Nebenarbeit, was wir jetzt machen. Dann müssen wir uns endlich mal einen neuen Traktor kaufen, denn mit zwei Traktoren kommen wir nicht weit. Und einen Anhänger, da müssen wir uns auch noch einen vernünftigen aussuchen. Vielleicht nehmen wir auch ja einen Mod-Hänger und daher lasst euch einfach mal überraschen, was wir da so schönes da haben. Und daher müssen wir uns erstmal hier drum kümmern, dass wir hier das Vorgewende fertig machen können und der ja fleißig lang hinmähen kann. Und wir können in die andere Fläche anfangen zu düngen. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen was verdienen. Dann müssen wir gucken, was unser Düngerstreuer sagt. Der düngt schon ziemlich lange für die Fläche. Und daher gucken wir uns gleich mal an, was der macht für Mist. Oder ob er gleich fertig ist. Und daher müssen wir gleich hindüsen. Machen aber hier schnell das Vorgewende fertig, dass er hier jetzt besser lang hinkommt. Werden wir es erstmal hier fertig machen und dann die Silage verkaufen. Werden wir demnächst machen. Er macht er denn hier? Das war mir doch schon eigentlich klar, dass er schon die anderen Flächen mitdingen möchte, aber naja, fahren wir den schnell rüber. Dingen wir unsere große Fläche weiter, dass wir da weiterkommen und deswegen müssen wir uns auch mal ein bisschen sputen.
Und daher geht es nämlich weiter. Machen jetzt die Fläche fertig hier, dass wir hier wenigstens hier erstmal weiterkommen. Reiten wir noch die Vorgewände fertig. Und daher müssen wir uns einmal sputen wie immer. Fahren noch die Bahn ab, dann haben wir das Ding auch schon erlegt. Und deswegen machen wir hier erstmal ordentlich weiter in der Hoffnung, dass wir hier noch was schaffen. Und daher mähen wir das, schmeißen noch mal eine Runde, kräftige Runde Dünger. Und dann würde ich auch bald sagen, Part ist fast durch. Lassen die noch mal runterfahren. Oder fahren noch mal runter. Dann können wir im nächsten Part hoffentlich anfangen wie ist das, zu sehen. Und deswegen fahren wir erstmal hier schnell die Düngung durch, dass wir hier ordentlich an Geld kommen. Ja, dann müssen wir uns halt noch die Presse holen, dass wir mit den Ladewagen lang hin machen können. Und daher sputen wir uns erstmal hier ordentlich mit der Düngung und fahren dann hoffentlich zeitnah das nächste Feld ein. Und deswegen fahren wir eigentlich runter. Heute wird es mal ein kürzerer Part, das will ich jetzt schon. Ich mache hier gleich, wenn der hier unten ist, Part Ende. Aber müssen wir uns einmal sputen. Und deswegen hauen wir uns erstmal die Fläche noch lang hin, dass wir endlich hier einen Anfang haben. Ich hoffe, dass wir oben mal die 15 haben, dass wir da weiterkommen. Dann legen wir uns mal zeitnah zusammen, dass wir hier ordentlich an Geld kommen. Denke ich, wird auch noch eines kosten. Und daher lassen wir uns mal überraschen, was wir mit den Sojabohnen kriegen. In der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Euros machen und nicht nur immer Minus. Vielleicht einmal das Vorgewende hier rumziehen. Jo, dann haben wir nämlich das auch schon mal geschafft. Und dann ist hier auch schon mal Schicht im Part. Denn 13 Minuten passt ja gut und ganz. Daher, ich möchte halt noch was anderes versuchen und noch andere Sachen mal versuchen. In der Hoffnung, dass wir da weiterkommen. Und deswegen ziehen wir hier erstmal unsere Vorgewände fertig, dass wir hier wenigstens zeitnah nochmal oben ankommen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mats85LP. Tschüss.